1972 beginnt die NASA mit der Entwicklung einer neuen, wiederverwendbaren Raumfähre. Ihr innovatives Design katapultiert die Raumfahrttechnik in neue Höhen. Sie musste leicht sein, wiederverwendbar und besonders leistungsstark. Das Space Shuttle muss den enormen Kräften beim Start standhalten. Allein das Haupttriebwerk. Eine technische Meisterleistung. Und den extremen Temperaturen beim Wiedereintritt. Wie die Flamme eines Schweißbrenners. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Viele schlaflose Nächte. Die Raumfahrt soll eine Routineangelegenheit werden. Das Fliegen im Weltall ist gefährlich. Dies ist die Geschichte des Space Shuttles. Und der Menschen, die es entwickelt, gebaut und geflogen haben. April 1981. Das Kennedy Space Center in Florida. Die Astronauten John Young und Bob Crippen riskieren ihr Leben in einem Weltraumfahrzeug, in dem noch nie jemand geflogen ist. Dem Space Shuttle Columbia. Auf diesen Moment haben tausende Ingenieure jahrelang hingearbeitet. Den Start der ersten wiederverwendbaren Raumfähre. Das Space Shuttle ist ein Wunderwerk der Technik. Dreißig Jahre lang war es das Arbeitspferd des amerikanischen Raumfahrtprogramms. Das war nur möglich, weil das Space Shuttle eine Fähigkeit hatte, die vor ihm noch kein anderes Raumfahrzeug besaß. Es konnte nicht nur einmal, sondern mehrmals ins Weltall starten. Ende der 60er Jahre hatte die NASA es geschafft, Menschen auf den Mond zu bringen. Doch das hatte seinen Preis. Die Millionen Dollar teuren Raketen wurden nach dem Start zu Weltraumschrott. Die Budgets für Weltraumprogramme werden immer mehr zusammengestrichen. Die NASA brauchte eine kostengünstigere Möglichkeit, regelmäßige Missionen zu fliegen. Den Ingenieuren wurde gesagt, ihr habt die Chance, das erste wiederverwendbare Raumfahrzeug der Welt zu bauen. Ein sehr ambitioniertes Projekt. Die NASA muss die US-Regierung davon überzeugen, es zu finanzieren. Sie sucht nach einem einflussreichen Fürsprecher und findet ihn im Verteidigungsministerium. Denn aus dem Orbit hat man seine Feinde immer im Blick. Die NASA wusste, dass sie das Shuttle dem Verteidigungsministerium schmackhaft machen musste, um das Projekt durchzukriegen. Das Ministerium erkennt das Potenzial des Shuttles und sagt der NASA seine Unterstützung zu. Aber nur unter zwei Bedingungen. Erstens, das Shuttle muss nach einer Erdumrundung an einen bestimmten Landeort zurückkehren können. Es musste wie eine Rakete starten, wie ein Flugzeug gleiten und auf einer Landepiste landen können. Das hatte zuvor noch kein Raumfahrzeug gekonnt. Aber nur so kann die Raumfähre wiederverwendet werden. Raumfahrtingenieur Thomas Moser stellt sich der Herausforderung. Durch die Vorgaben wussten wir, dass es Deltaflügel haben musste, wie ein Kampfjet. Durch die Deltaflügel lässt sich das Shuttle bei der Rückkehr zur Erde besser kontrollieren. Hier sieht man sie am Space Shuttle Discovery, das im Nationalen Luft- und Raumfahrtmuseum der USA ausgestellt ist.
Für die erste Bedingung des Verteidigungsministeriums gibt es eine Lösung. Aber auch die zweite hat es in sich. Das Shuttle muss riesige Spionagesatelliten transportieren können. Die gewünschte Nutzlast war enorm, an die 30 Tonnen. Die Ladebucht hatte einen Durchmesser von über 4 und eine Länge von knapp 20 Metern. Die Vorgaben des Militärs bestimmen so die Form der Raumfähre, des sogenannten Orbiters. Damit er überhaupt starten kann, entwickeln die Ingenieure 3 neuartige Raketentriebwerke, die von einem riesigen Außentank gespeist werden, und 2 Feststoffbooster, die wiederverwendbar sind. Zusammen liefern sie den nötigen Schub, um die enormen Lasten in den Orbit zu befördern. Die Forderung des Verteidigungsministeriums stellen die Ingenieure vor schwierige Aufgaben. Doch die Unterstützung durch das Militär zahlt sich aus. Im Januar 1972 bewilligt Präsident Nixon das Budget für das Shuttle-Programm. Kalifornien 1972. Das Konzept des Space Shuttles steht. Nun beginnen die Ingenieure von Rocketdyne mit der Entwicklung der 3 Haupttriebwerke. Die Haupttriebwerke des Space Shuttles sind extrem komplex aufgebaut. Dabei gleichzeitig so widerstandsfähig, dass sie mehrmals verwendet werden können. So etwas hatte es noch nie gegeben. Sie mussten leicht sein, wiederverwendbar und sehr leistungsstark. Das alles zusammen war eine enorme technische Herausforderung. Raketentriebwerke erzeugen Schub, indem sie Treibstoff verbrennen. Je mehr Treibstoff pro Sekunde, desto leistungsstärker die Rakete. Um den Treibstoffzufluss zu erhöhen, werden sogenannte Turbopumpen verwendet. Sie bauen eine kleine Rakete in das Triebwerk ein. Ihr Abgasstrahl treibt die Turbopumpen an. Sie nennen das Konzept den Vorbrenner. Auf dem Papier sieht es nach einer guten Idee aus. Doch auf den Testständen versagen die Triebwerke innerhalb von Sekunden. Bei den ersten Tests haben sie sich regelmäßig zerlegt. Das war nicht so schön anzusehen, vor allem weil wir ja eigentlich damit ins All fliegen wollten. Das Problem, wenn der Vorbrenner die Pumpen nicht schnell genug antreibt, bekommen die Triebwerke nicht genug Treibstoff. Treibt er sie zu stark an, gehen die Pumpen kaputt. Es muss perfekt abgestimmt sein, wie eine Schweizer Uhr. Wenn das nicht hundertprozentig stimmt, versagen die Pumpen. Deswegen wurde die Konstruktion auch diverse Male überarbeitet. Mit heutigen Computern ist es ein Kinderspiel, die Leistung eines Raketentriebwerks auszurechnen. Doch in den 70ern ist die Technologie noch nicht so weit. Wir benutzten noch Rechenschieber. Computer hatten wir keine. Wir haben alles auf Papier gerechnet. Offenbar praktisch fehlerfrei, denn die Ingenieure schaffen es, die Turbopumpen so einzustellen, dass die Triebwerke ohne das leiseste Stottern zünden. Als die 3 Triebwerke endlich ohne Zicken zündeten, waren wir alle von den Socken. Astronauten in den Orbit zu befördern, ist schon eine große technische Herausforderung. Sie auch wieder sicher auf die Erde zurückzubringen, ist noch komplizierter. Eine Raumfähre braucht jede Menge Leistung, um ins All zu kommen. Aber der wirklich knifflige Teil ist der Rückweg, der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Die ersten Astronauten kehrten in Raumkapseln zurück, die mit einem Hitzeschild ausgestattet waren, das gerade mal auf einen Wiedereintritt ausgelegt war.
Doch das Space Shuttle soll mehrere Missionen fliegen können. Wieder müssen sich die Ingenieure etwas einfallen lassen. Wie kann man einen Hitzeschild entwickeln, der diese enormen Temperaturen so unbeschadet übersteht, dass man ihn mehrmals benutzen kann? Die Techniker müssen radikal umdenken. Das Material für den Hitzeschild muss 1300 Grad aushalten. Die Ingenieure werden fündig. In den 60er Jahren hatte Lockheed gemeinsam mit der NASA ein neues Material entwickelt. Das bestand aus Siliziumdioxid, eigentlich wie Sand. Aus Siliziumdioxid kann man ein extrem hartes, leichtes, keramisches Material herstellen, das ein einzigartiges Wärmeverhalten besitzt. Wie Martin Wilson, Ingenieur für Wärmeschutzsysteme, demonstriert, eignet es sich perfekt als Hitzeschild. Nachdem man es erhitzt hat, kühlt es sehr rasch wieder ab. Es wird zwar schnell heiß, aber gibt die Hitze genauso schnell wieder ab. Auf dieser Seite ist es schon wieder ganz kalt. Die Kacheln aus Siliziumdioxid erfüllen alle Anforderungen an einen wiederverwendbaren Hitzeschild. Jetzt müssen die Ingenieure sie nur noch auf dem Shuttle anbringen. Das Shuttle ist allerdings wesentlich größer und hat eine viel komplexere Form als die Apollo-Kapseln. Die Lösung? Tausende verschieden geformte Kacheln. Die Kacheln waren alle unterschiedlich. Jede musste einzeln für einen bestimmten Platz auf der Raumfähre produziert werden. Eine langwierige Arbeit. 34.000 Kacheln müssen zugeschnitten, gebrannt und präzise montiert werden. Im März 1979, ein Jahr vor dem geplanten Jungfernflug des Shuttles, gerät das Raumfahrttechnikunternehmen Rockwell International in Verzug. Es fliegt den Orbiter von Kalifornien nach Florida, wo die restlichen Kacheln angebracht werden sollen. Aber die Reise offenbart eine Schwachstelle des Shuttles, die unbedingt beseitigt werden muss, bevor es ins Weltall startet. Als die Columbia auf dem Rücken einer eigens dafür umgebauten Boeing 747 beim Kennedy Space Center landet, traut der Ingenieur Robert C. kaum seinen Augen. Sie sah nicht aus wie im Werbeprospekt. An manchen Stellen sah man die Außenhaut. Tausende Kacheln fehlen. Sie sind während des Fluges einfach abgefallen. Sie klebten nicht gut. So konnte das Shuttle natürlich nicht fliegen, ganz klar. Die Raumfähre ist flexibel konstruiert, sodass sie die Kräfte, die während des Fluges auf sie wirken, aufnehmen kann. Starre Kacheln auf einem elastischen Untergrund anzubringen, ist keine gute Idee. Deswegen wurden die Hitzeschutzkacheln auf Filzplatten genäht, die die Kräfte aufnehmen sollen. Kacheln sind sehr spröde und zerbrechlich. Durch den Filz wurde das alles etwas elastischer. Schließlich fällt den Ingenieuren ein fataler Fehler auf. Durch die Ausrichtung der Nähte absorbieren die Filzplatten die Kräfte nicht. Sie verstärken sie sogar. Die Ingenieure testen verschiedene Möglichkeiten, wie sie die Kacheln stabiler machen können. Schließlich der Durchbruch. Sie bestreichen die Rückseite mit einer Mischung aus Siliziumdioxid, Wasser und Ammoniak und brennen die Kacheln erneut. Die Lösung wird von den Kacheln aufgesaugt und das zusätzliche Siliziumdioxid, das beim Brennen aushärtet, verstärkt sie. Der Aufwand ist riesig. Tausende Kacheln müssen von der Columbia abmontiert und nachbehandelt werden. Der Hitzeschild der Columbia war eine der wichtigsten technischen Leistungen im Shuttle-Programm.
12. April 1981. Endlich ist die Columbia bereit für ihren ersten Testflug. An Bord Kommandant John Young und Pilot Robert Crippen. Das Fliegen im Weltall ist gefährlich und es war ein Testflug. Wir wussten nicht, ob das gut geht. Die Astronauten stehen vor dem größten Abenteuer ihres Lebens. Ich guckte zu John rüber und sagte, könnte klappen. Bei T-6 Sekunden beginnen die Treibstoffpumpen zu arbeiten und die Triebwerke zünden. Haupttriebwerke gezündet. Da ging mein Puls auf 130 hoch. Ich war echt aufgeregt. Als die beiden Feststoffbooster zünden, hebt die Columbia von der Startrampe ab. In ein paar Sekunden ist man weg. Nach 2 Minuten Full Power sind die Feststoffbooster ausgebrannt. Es wurde ganz ruhig. Nichts wackelte mehr. Es war wie jetzt auf diesem Stuhl. 8,5 Minuten nach dem Start werden die 3 Haupttriebwerke abgeschaltet. Sie haben einwandfrei funktioniert. Nach fast einem Jahrzehnt Entwicklung ist das Space Shuttle Columbia im Orbit. Die Ingenieure und die Astronauten sind euphorisch. Aber das hält nicht lange an. Als die Raumfahrer die Schleuse zur Nutzlastbucht öffnen, bietet sich ihnen ein besorgniserregender Anblick. Wieder sind Kacheln abgefallen. Beim Wiedereintritt könnte das fatal sein. Die unübersehbaren schwarzen Flecken zeigen, wo Kacheln abgefallen sind. Zum Glück in einem ungefährlicheren Bereich. Auf der Oberseite der Raumfähre. Dieser Teil des Shuttles war eher unkritisch, weil es dort beim Wiedereintritt nicht so heiß wird. Aber niemand wusste, ob nicht vielleicht auch noch an der Unterseite Kacheln fehlen. Das hätte zur Katastrophe führen können. Beim Wiedereintritt erhitzt sich die Unterseite der Columbia auf bis zu 1300 Grad. Wenn auch hier Kacheln fehlen, ist das für die Astronauten lebensgefährlich. 14. April 1981. Nach 2 Tagen im Orbit beginnt die Columbia mit dem kritischsten Teil ihres Jungfernflugs. Mit fast 27.000 Kilometern pro Stunde rast sie auf die Erdatmosphäre zu. Man trifft mit ungefähr 25 Mach auf die Atmosphäre. Als der Orbiter sich immer mehr aufheizt, denken alle Beteiligten dasselbe. Wird der Hitzeschild halten? Ich hatte ziemliche Angst. Niemand wusste, ob das Shuttle den Wiedereintritt überstehen würde. Was, wenn der Hitzeschild durchbrennt? Weil die Columbia in dieser Phase von einer Plasmawolke umgeben ist, wird die Funkverbindung für lange 16 Sekunden unterbrochen. Houston, hier Columbia. Columbia, hier Houston. Wie ist die Lage? Auf die Sekunde genau, wie geplant, ist der Kontakt wiederhergestellt. Die Erleichterung im Kontrollraum ist in den Gesichtern zu sehen. Als der Funkspruch reinkam, haben alle aufgeatmet. Der Hitzeschild der Raumfähre übersteht den Wiedereintritt. Eskortiert von 4 Begleitflugzeugen gleitet der Orbiter zur Edwards Air Force Base in der kalifornischen Mojave-Wüste. Eine neue Ära der Raumfahrt hat begonnen.
Zeitweise scheint es, als sei die Raumfahrt zur Routine geworden. Januar 1986. Haupttriebwerke gestartet. 4, 3, 2, 1. Die 25. Space Shuttle Mission hat abgehoben und den Tower verlassen. Die Fluglotsen beobachten aufmerksam die Situation. Offenbar gab es eine schwerwiegende Fehlfunktion. Es war sofort klar, dass ein Unglück geschehen war. Und dass 7 Menschen ihr Leben verloren hatten. Nur 73 Sekunden nach dem Start explodiert das Space Shuttle Challenger. Man fragt sich, was ist da passiert? Was haben wir getan oder nicht getan? Was ist uns entgangen? Einige Ingenieure haben sofort den Verdacht, dass der Fehler in einem der komplexesten Teile des Shuttles zu suchen ist, den Triebwerken. Daniel Hausman will sich mit Spekulationen erstmal zurückhalten. Uns wurde gesagt, es sei das Triebwerk gewesen. Ich hielt das auch für möglich, wollte mir aber erstmal die ganzen Daten ansehen. Zusammen mit seinen Kollegen überprüft er genauestens alle Daten, die die Triebwerke zum Boden gefunkt haben. An den Triebwerken lag es nicht. Schnell erhärtet sich ein anderer Verdacht. Ich erkannte, dass es die Booster waren. Die beiden Feststoffbooster helfen dem Shuttle beim Abheben von der Startrampe. Sie brennen nur für 2 Minuten und sind die größten, die je gebaut wurden. Sie wurden ausgiebig getestet. Und ihr Aufbau ist viel einfacher als der der Haupttriebwerke. Ich hätte nie gedacht, dass die uns mal Probleme machen würden. Die haben keine beweglichen Teile. Doch das Bildmaterial vom Start der Challenger belegt diese Theorie. Unser erster Anhaltspunkt waren Aufnahmen vom Start. Man sieht eine Rauchwolke, als die Booster gezündet werden. Die Feststoffbooster bestehen aus mehreren Segmenten, die miteinander verbunden sind. Zwischen den einzelnen Teilen sitzen Gummidichtungen, die sogenannten O-Ringe. Beim Start presst der Druck die Dichtungen zusammen, sodass diese perfekt schließen sollten. Der dunkle Rauch auf den Bildern lässt darauf schließen, dass ein O-Ring nicht richtig dicht war. Aber warum ist das Problem bei den vorigen 24 Starts nicht aufgetreten? In der Nacht vor dem Start hatte es einen Temperatursturz gegeben auf minus 5 Grad. Für Florida sehr ungewöhnlich. Bei diesen niedrigen Temperaturen sind die Gummiringe porös geworden und können die Verbindungsstelle des Feststoffboosters nicht mehr abdichten. Das führt zu einer fatalen Kettenreaktion. Das ist wie ein Schweißbrenner. 6000 Grad heißes Gas schießt durch die Dichtung durch nach draußen. Eine gute Minute nach dem Start tritt ein heißer Gasstrahl an der Seite des Boosters aus. Der Booster wird in den gigantischen Außentank gedrückt, der reißt auf und zehntausende Liter Treibstoff gehen in Flammen auf. An dem Tag hätten wir nicht starten sollen. Der Verlust der Challenger und ihrer Besatzung ist ein harter Schlag für die NASA und die Ingenieure. Sie konstruieren die Verbindungen zwischen den Segmenten der Booster und die Dichtungen neu. Außerdem werden eigene Heizungen eingebaut,
die die Temperatur konstant halten. Manche hielten das für doppelt gemoppelt, aber ich fühlte mich damit viel sicherer. September 1988. Nach einer umfangreichen technischen Überarbeitung mit hunderten Anpassungen für mehr Sicherheit nehmen die USA mit dem Shuttle Discovery ihr bemanntes Raumfahrtprogramm wieder auf. In den nächsten 15 Jahren bewährt sich das Space Shuttle erneut als technische Meisterleistung. Aber es ist derart komplex, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die nächste Schwachstelle zutage tritt. 1. Februar 2003. Nach 16 Tagen im Orbit ist die Raumfähre Columbia mit ihrer Besatzung auf dem Rückflug zur Erde. 25 Mal schneller als der Schall rast sie durch die Atmosphäre. Fünfzehn Minuten vor der Landung verliert Mission Control plötzlich den Funkkontakt. Was sie nicht wissen, das Shuttle ist über Texas auseinandergebrochen. NASAs schlimmster Albtraum ist wieder wahr geworden. Sie hat ein weiteres Shuttle und 7 Astronauten verloren. So schlimm das Unglück an sich schon ist, die Ursache macht es noch tragischer. Okay, allerseits. Keine Daten, keine Telefonate, keine Weitergabe nach draußen. Bilder vom Start zeigen, wie sich ein Stück Schaumstoff vom Außentank löst und die Kante der Tragfläche trifft. Die Flügelvorderkante hat einen Mantel aus kohlenstofffaserverstärktem Kohlenstoff. Sie muss die höchsten Temperaturen beim Wiedereintritt aushalten. Beim gefährlichen Wiedereintritt ist die Columbia verunglückt. Möglicherweise ist ihr Hitzeschild an dieser Stelle beschädigt gewesen. Warum ist das Space Shuttle Columbia auseinandergebrochen? Kann ein harmloses Stück Schaumstoff tatsächlich ein Loch in den Hitzeschild gerissen haben? Der Ballistikexperte Matt Mellis und seine Kollegen sollen das herausfinden. Wir wurden von einem Mitarbeiter vom Johnson Space Center angerufen. Sie glaubten, dass es mit einem Aufprall zu tun hatte und brauchten unsere Hilfe. Das Team wertet das Bildmaterial vom Start aus. Wo genau hat der Schaumstoff eingeschlagen? Sie können den Bereich eingrenzen. Zwischen den Kohlenstoffplatten 6 und 9 am linken Flügel. Sie bauen ein Modell der Flügelkante und schießen mit einer Luftpistole ein Stück Schaumstoff auf Platte 6. Aber die bleibt intakt. Die Ingenieure können sich das nicht erklären. Aber dann stoßen sie auf einen wichtigen Hinweis. Zwischen den Wrackteilen der Columbia finden sie Fragmente der Flügelvorderkante der betroffenen Tragfläche. Sie setzten die Kacheln und die Fragmente der Flügelvorderkante zusammen. Bei Platte 8 waren Teile des Materials geschmolzen. Die meisten Metalle schmelzen bei extrem hohen Temperaturen wie beim Wiedereintritt. Dass so viel Metall an einer bestimmten Stelle geschmolzen war, ist für die Experten der entscheidende Hinweis. Das war ein Beweis dafür, dass der Schaumstoff Platte 8 getroffen hatte. Die Ingenieure haben aus dieser tragischen Lektion gelernt. Doch der Verlust von 2 Orbitern und 14 Astronauten besiegelt das Ende des Shuttle-Programms. Die Columbia- und die Challenger-Katastrophe haben allen bewusst gemacht, dass das Fliegen in einem Space Shuttle alles andere als Routine ist. Ja.
8. Juli 2011. Die Raumfähre Atlantis startet zum letzten Flug des Shuttle-Programms. Die Space Shuttles waren bei ihren 135 Einsätzen in über drei Jahrzehnten insgesamt 3,5 Jahre im Orbit. Sie hatten 355 Astronauten aus 16 verschiedenen Ländern an Bord und transportierten über 1.500 Tonnen Nutzlast ins All. Aber das Shuttle ist zu komplex, die Missionen sind zu riskant und zu teuer. Das Programm wird eingestellt. Heute kann man die Space Shuttles zum Beispiel im Nationalen Luft- und Raumfahrtmuseum in den USA besichtigen. Sie versetzen Besucher immer noch in Staunen. Man kann eine solche Raumfähre nicht fliegen, ohne die Arbeit zu würdigen, die jeder Beteiligte hineingesteckt hat. Diese Menschen haben es verdient, geehrt zu werden. Es war eine unglaubliche Leistung. Sie haben alles gegeben, um dieses Symbol für Amerikas Raumfahrträume am Laufen zu halten. Das Space Shuttle hat ausgedient. Aber der Mythos wird weiterleben. Es war eine der großartigsten Flugmaschinen, die je gebaut wurden.